Moment, Sir. Keine weiteren Kreaturen in Sicht. Jetzt dürften Sie problemlos weiterkommen. Schlechte Nachricht für dich. Das war eine Fehlinformation. Das war so offensichtlich. Damit habe ich auch gerechnet. Wenn der schon sagt, gute Nachrichten, wir können hier easy durchmarschieren, dann ist das eigentlich klar, dass wir hier nicht easy durchmarschieren können. Die hören sich teilweise an wie Hunde, wenn die so jaulen. Scheiße. Ich muss nachladen. Alter, wo kam der denn her? Alter! Und wo ist der her? Halt, das war mein nervöser Zeigefinger. Und da hinten steht doch schon wieder einer um der Ecke. Alter! So, und diese Waffen müssen wir ziemlich schnell einsammeln, weil die verschwinden. Die lösen sich auf. Und dann können wir sie natürlich auch nicht mehr aufsammeln. Und wenn wir ein wenig Alien-Munition haben wollen, hört ihr es? Dann müssen wir hier schnell sein. Und sofort hinrennen und diese Waffen einsammeln. Hier werden wir uns ducken müssen und durch. Und durch und durch und durch und durch und durch und durch. Jetzt kannst du ruhig zubleiben erstmal. Dann hätten wir wenigstens mal den Rücken kurz frei. Ich dachte schon, ich hätte sie verloren. Als nächstes kommt der Abwasserraum. Darin wimmelt es von den Viechern. Aber da müssen sie durch. Viel Glück! Also vorhin sagte er, es kommen kleine Viecher und wir wurden ohne Ende angegriffen. Jetzt sagt er, es sind jede Menge Viecher da. Wie sollen wir das denn dann schaffen? Und Quick Save. Oh shit. Ach du Scheiße. Ich muss ja ausweichen können. Alter. Mensch, hoffentlich mache ich sie nie wütend. Ja, das könnte gefährlich werden. Der hat's erkannt. Und wir laden erstmal nach. Schön kontrollieren, ob hier alles sauber ist. Okay, da geht's nicht weiter. Da ja, geht's. Richtig, die Sicherheitstür. Warten Sie, ich öffne sie. Okay. Getan. Hau rein, ich trau dem Braten noch nicht. Kommt noch das was nach? Das nächste Stück macht mir Sorgen. Keine der Kameras funktioniert. Ich weiß nicht, ob da was drin ist. Seien Sie vorsichtig. Energy Pickup haben wir noch gekriegt. Keine Ahnung. So, auf vollgeladen sind wir. Oh shit. Okay. Es nützt alle nichts, wir gehen weiter. Oh, eine Zwischenschleuse, oh verdammt. Ein Aufzug ist das. Ach du Scheiße. Es geht nach oben. Es geht... Welche Tür geht auf? Da? Wehe, wenn nicht. Scheiße. Nein. Nein. Wir sind im Dunkeln. Nein. Was macht diese scheiß Alien hier? Nein! Nein! Boah!
Alter Schwede, raus hey, Rainer, da. Wir sind hier in Ihrem Führer als das Gar aufgeführt. Er inspiziert wohl seine izarianischen Truppen. Das gefällt mir nicht, John. Oh, shit. Lift. Aber vorher schauen wir hier nochmal nach. Ach du Schande. Okay, hier geht's nicht weiter. Wir müssen diesen anderen, kleineren Lift nehmen. Oh shit, was war das für ein Vieh gewesen? Okay, wir nehmen den Lift in der Hoffnung, dass der hier besser funktioniert. Oh, und dass hier nicht nochmal so ein Vieh kommt. Okay, raus. Alter, lass mich raus. Erstmal hier gucken. Das war wieder ein Energie-Pickup gewesen. So, hier brauchen wir nicht nachladen, die Waffe. Also, alles ruhig, stimmt's? Uff, hab mir wohl unnötig Sorgen gemacht. Alter, halt eine Klappe. Wenn der schon so redet, kriegen wir jetzt wieder den Arsch hier voll. Der hat gut reden, hinter der Kamera, weißt du? Ich wusste es. Alter. Alter. Okay. Ach du Scheiße. War das hier mal sein Bein? Boah, da ist aber mächtig Munition bei draufgegangen. Aber mächtig viel Munition. Gut, da lag Munition, da lag Munition. Wir sollten alles absuchen. Die Munition dort war gut versteckt. Ist hier irgendwas im Wasser? Wir können ins Wasser rein. Hier sind Seerosen, wie romantisch. Da hinten ist auch noch Munition. Die nehmen wir uns natürlich mit. Wir haben ziemlich viel Munition verbraten. Ach, das ist eine Hand, die da liegt. Ich hoffe von diesem Monster, aber ich glaube, dessen Hand war wesentlich größer gewesen. Okay. Wir gehen weiter. Und vorher speichern, was ich öfter machen sollte. Denn so wie jetzt werden wieder die Daten geladen. Und die Gefahr des Absturzes ist, glaube ich, bei diesen Ladebildschirmen am größten. Ich muss sagen, wow, mir macht's richtig, richtig Spaß, wieder Unreal 2 zu spielen. Und der Typ, der hinter der Kamera ist, der hat ja wirklich gut reden. Wir machen die Drecksarbeit und er ist da wahrscheinlich in so einem sicheren Büro. Oh je. Schnell rein. Der Ausgang liegt vor Ihnen. Draußen will ich Sie verlieren. Aber sobald Sie beim Generatorgebäude sind, nehme ich wieder Kontakt auf. Bis bald, Sir. Okay. Okay, unser Magazinvorrat ist fast voll. So wie ich das gerade sehe, oben rechts. Viel mehr können wir dann nicht aufnehmen, aber ich befürchte, das werden wir auch brauchen. Scheiße. Wahrscheinlich müssen wir einfach da hinten hin. Habe ich gerade gesagt, einfach? Okay. Scheiße. Okay. Alter, was ist denn hier los? Die schießen ja hier aus allen Rohren. Oh Gott, ich muss nachladen. Oh nein, da haben sie wieder einen aufgespießt. Oh shit. Den müssen wir nehmen. Alter, stirb. Stirb. Oh. Ich hab's gewusst, dass ich jetzt nachladen muss. Alter. Alter, ich befürchte, dass die auch Deckung sich gegenseitig geben, wenn sie da ihre Hände da so ausfahren.
Alter. Ich hab gedacht, ich krieg die gar nicht mehr. Da ist wieder eine Kamera. Da werden wir wahrscheinlich hin müssen. Oh, scheiße. Halten die aus. Und so viel zu unserem Munitionsvorrat. Der ist fast komplett draufgegangen. Vielleicht sollten wir mal damit auch mal schießen. Ich bin gleich um die Ecke. Ich komme sofort raus. Nein, zu riskant. Muss erst den Bereich sichern. Bleib, wo du bist. Den verdammten Jungen erwischt's noch. Das sehe ich auch so. Und das ist hier alles andere als sicher. Alles andere als sicher. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe. Shit. Oh shit. Hindernis entdeckt. Notschließung in 3, 2, 1. Notschließung durchgeführt. Scheiße. Kommen Sie zurück! Nein. Die Aufgabe ist erfüllt. Isgard zu bekämpfen gehört nicht zur Mission. Dieser Junge, der starb, damit die Skar das Artefakt nicht kriegen. Ich zieh doch jetzt nicht einfach ab. Bringt mich runter. Niemals. Ich gehe, mit oder ohne Ihre Hilfe. Verdammt. Gehen Sie zum Kontrollraum und stellen Sie den Generator an. Seien Sie froh, wenn die Sie abmurksen. Sonst tue ich's nämlich. Hm. Aber sie ist um unsere Sicherheit besorgt. Das ist doch schon mal ganz gut. Ich glaube aber nicht, dass wir mit dieser Waffe hier viel ausrichten können, man. Die ist so langsam, diese Waffe. Wo war das denn? Wo kam das her? Okay, pass auf. Wir kommen hier so nicht weiter. Dann müssen wir wohl hierher gehen. Okay. Da ist Muni. Okay, das ging ja jetzt noch mit der Waffe. Können wir das auch nachladen? Jo, können wir. Okay. Dahinter war nichts mehr gewesen, ne? Keine Muni. Okay. Dann öffnen wir jetzt hier diese Tür. Und wahrscheinlich erwartet uns hier das Grauen. Können wir hier rein? Ja, können wir. Wir sollen jetzt zum Kontrollturm gehen, ne? Ein Moment, oder war da draußen doch noch irgendwas gewesen? Komm, ich gehe jetzt doch mal eben einmal hier hin. Also das hier ist alles verschlossen worden. Okay, hier ist alles zu. Aha, das wollte ich wissen. Wir können hier also nichts machen, ne? Da ist auch nirgendwo ein Schalter. Okay. Dann gehen wir doch da hinten weiter, wo wir gerade schon hergelaufen sind. Und halten genau ihre eigene Waffe im Anschlag. Um diese Brut auszurotten, die diese armen Menschen hier kaltblütig ermordet haben. Okay, er ist ja schon da. Also Lift. Wir gehen hoch. Ach du Scheiße, hier ist wieder offen. Halten wir mal direkt im Anschlag. Verlassen den Lift. Da kommt doch schon was. Ja, das meine ich. Die ist sehr langsam, die Waffe. Alter. Alter, schieß. Na? Noch Fragen? Mistkerl. Da hat noch was geschossen.
Hoffentlich kommt da nicht noch was rein. Oh shit. Irgendetwas hat hier doch noch geschossen. Okay, wir gehen weiter. Oh, rein. Gib diese Scheißtür frei. Scheiße. Dem konnten wir nicht mehr helfen. Macht er sie jetzt auf? Okay. Wir wissen es nicht. Aha.